So, wir schauen jetzt das Tridentfork an. Ich bin gespannt, wie sie sich entwickelt hat. Also was passiert ist da drin? Die Königin ist ja gekäfigt. Was haben sie gemacht? Ich glaube, sie haben nochmal nachgezogen. Aber das werden wir jetzt sehen. Also das werden wir jetzt sehen, ob sie immer noch schwärmen wollen oder nicht. Okay? Hier sieht es sehr, sehr gut aus. Also das schaut sehr gut aus. Da werden wir uns aber jetzt nicht gar nicht lang drauf drin aufhalten. Ich hebe die jetzt komplett drüber, die Honigräume, weil mich die eigentlich nicht interessieren. Ja. Oh leck. Das wird interessant. Das wird interessant. Oh mein Goodness! Nimm Halbzagen, haben sie gesagt. Nimm Halbzagen, haben sie gesagt. Dann ist es nicht so schwer, haben sie gesagt. Ja? Also hier ist voll, hier ist voll. Ja? So, und jetzt heben wir die andere, ja, so absolut federleichte Halbzage. Heben wir jetzt. Nimm Halbzagen, haben sie gesagt, sag ich bloß. My goodness! Die Regie unterstützt mich. Ich hoffe, das geht. So. Ich bin wirklich gespannt, was sie gemacht haben. Und nicht nur so gesagt, sondern ich bin wirklich gespannt. So, also. Wir haben hier den Brutraum gehabt. Hier haben wir das Zwischenlager. Da fehlt aber was. Da fehlt das dritte Sheet. Ja. Das dritte Sheet steht da hinten übrigens, aber da fehlt das dritte Sheet. Also hier ist nur Honig, Futterlager, ja, war das. Wir schauen uns das trotzdem mal ganz kurz an, was sie da gemacht haben. Ja, hier hängen einfach nur Bienen rum. Ja. Jetzt brauchen wir dann das dritte Sheet nicht, weil wir das ja jetzt hier hinter schieben. Ja, aber sie hätten schon am Rand so ein bisschen das Bauen angefangen. Wie gesagt, der Rest interessiert mich auch nicht. Dieses Futterrämmchen auch nicht. Ja. Ich kann mir gut vorstellen, weil ja jetzt der Legedruck, also der von der Königin fehlt, weil die Königin ist ja jetzt nicht mehr frei, dass sie da unten ziemlich Honig eingelagert haben. Ja. Und jetzt werden wir gleich entscheiden, also wenn keine Weiselzellen mehr da sind, keine Spielnäpfchen da sind, nichts davon da ist, werde ich die Königin wieder freilassen. Ja, dann darf die heute schon wieder durch die Gassen tanzen. Falls das nicht der Fall sein sollte, lassen wir die ganze gekäfigt. Ja. Ach, da hast du den Käfig vom Ding einigen. Da ist der Käfig von der Varroa Killer 2.0 ist da drin. Also wenn das alles so richtig schön funktioniert mit dem System, sage ich euch, ist dieses System mit dem Käfigen und so, zu laut darf man es ja gar nicht sagen, also ist das, in meinen Augen ist es dann eine regelrechte Wunderwaffe. Man kann Varroa behandeln, man kann Schwarmlust drücken, also da wo andere Königinnen Ableger machen, und man braucht einfach mehr Material. Da hat man als Material nur diesen kleinen Käfig. Ja? Also hier war schon mal keine Zelle drauf. Und das ist ja genau das, was ich dieses Jahr teste. Wie sieht es aus mit dem ganzen System? Ja? Was passiert? Also wir haben hier auch schöne Brutbretter, seht ihr es? Hier unten die Drohnen. Aber wir haben keine, also ich habe bis jetzt keine Schwarmzelle entdeckt. Ja? Sitzen Gott sei Dank nicht so viele Bienen drauf, die meisten sind unterwegs. Ja, das hier unten, da könnte man fast glauben, das ist eine, aber wir tun es mal weg. Nein, das ist nur eine Drohne. Ja, ja, die haben wir jetzt leider. Aber ist halt so. Hier haben wir eine Nachschaffungszelle. Hier haben wir auch Nachschaffungszellen. Ja, die machen wir auch kaputt. Und mit denen habe ich aber gerechnet, mit den Nachschaffungszellen. Schau mal. Weil die Chefin ja jetzt nicht mehr legen kann, ja? Und die Bienen sich denken, hey, unsere Königin, die ist nicht mehr so, also wir wollen die nachschaffen. Ja?
Man sieht schon alles, Schatz. Ja. Und damit rechne ich, ja. Für mein Gefühl ist noch ein bisschen zu viel Brut da. Ja, man könnte sie ja jetzt gekäfigt lassen, bis überhaupt keine verdeckelte Brut mehr da ist. Geht's mal ein bisschen runter, Ladies. Ja, bis alles nur noch offene Brut, beziehungsweise ja gar keine verdeckelte und nichts mehr offenes da ist, könnte man sie jetzt so lange gekäfigt lassen und dann würde das sich sogar jetzt im Moment durch Zufall mit der Tracht decken. Drohne. So. Spielnäpfchen. Oh, das sieht gut aus, Jungs und Mädels. Meine Damen und Herren, das sieht wirklich, wirklich gut aus. Wie gesagt, könnte man warten, bis da nichts mehr davon da ist. Ja? Und das würde sich nochmal decken dieses Jahr mit der Ernte. Ja? Und man könnte jetzt mit Varomet, Varomet ist ja zugelassen, Wartezeit 0 Tage, könnte man direkt behandeln. Ja? So, und jetzt schauen wir mal. Ich will natürlich jetzt die Königin auch sehen. Ja, die Königin müsste da drin sein. So, jetzt suchen wir sie mal. Hier ist sie. Hier ist sie. Seht ihr es? Warte mal. Jetzt dreht sie sich. Hier ist sie. Also die Königin ist da und ist wohlauf. Und sie haben auch in den Zwischenraum, wie viele geschrieben haben, oh, da bounced da alles zu. Haben sie gar nichts gebaut. Also wirklich gar nichts. Ja? Also, was sagen wir? Ah, übrigens, mir hat ein Abonnent geschrieben und das ich danke. Ja, ich kann mir auch nicht alles merken. Man sollte den Käfig eigentlich eher Richtung Flugloch hängen. Ja? Und eigentlich ist es logisch, der hätte selber drauf kommen können, dass das Pheromon beim Flugloch eher ist, wegen der Abwehr am Flugloch. Ja? Okay? Aber ich drehe es jetzt wieder, so wie es vorher war, so lassen wir es jetzt auch, weil wir wollen ja unser Ergebnis nicht künstlich verfälschen. Aber es ist interessant, ist wirklich interessant. Ja? Eigentlich geil, richtig geil. Ja? Das einzige, Herr Bucky Bees, ja, ich werde das System ein bisschen umbauen, bei dir modifizieren. Ich werde die Schrauben ersetzen in so Drehclips, dass man hier die ganze Seite abnehmen kann. Weil das ist, glaube ich, zum Königin freilassen ein bisschen eleganter. Ja. Ja, ich habe nur ein bisschen viel Brut und ich bin unentschlossen. Ich will eigentlich nicht in der Honigsaison behandeln. Ja, aber andererseits würde ich es gern versuchen und zeigen, wie die Ergebnisse sind. Also wie sich das Ganze übers Jahr hinweg verhält, würde ich halt schon gern. Ne? Also der Schwarm ist nicht abgegangen. Die Bienen sind alle noch da. Viele haben auch gesagt, Jupp, schiedest du das Ganze dann enger? Nein, habe ich nicht vor. So, und jetzt heißt es hier weitersuchen. Nach Schwarmzellen, Nachschaffungszellen oder sonstigem. Sieht nicht so aus. Also wir haben hier auch keine Schwarmzahlen, keine Nachschaffung. Dann diese Seite, sicher, sicher. Gut schauen, nichts übersehen. Sonst hast du wieder Action. Sonst habe ich wieder Action, ja. Also das sieht aber gut aus. Also kann man auch schon wieder neu machen. So. Wäre natürlich genial. Also ihr könnt es gerne mal in die Kommentare tackern, ja, was ihr davon haltet. Aber das wäre doch genial. Also man könnte jetzt sogar noch mit einer Bannwabe arbeiten, also mit einer Drohnenwabe, die ich anziehen lasse. Also keine Bannwabe, sondern eher eine Fangwabe. Ja. Hier ist ein Spielnäpfchen. Aber bis jetzt, die wollen nicht nachschaffen, gar nichts. Hier, was haben wir hier? Okay, das war der Drohnenzelle. Das war der Drohnenzelle.
Spielnäpfchen. Drehen wir das Ganze mal. Sieht alles ganz gut aus. Sieht wirklich gut aus. Das hier unten hätte ausgeschaut fast wie eine Königinnenzelle, aber nein, es war nur eine Drohne. Aber ja, seit meinem Malheur mit der Mini Plus bin ich ein bisschen vorsichtig. Das Einzige, was ich jetzt hier an dem System noch ändern muss, das ist das Absperrgitter. Ja, das Absperrgitter muss ich mir jetzt selbst einen Rahmen bauen. Das hilft nichts. Ja. Hier auch schönes Brutnest. Wirklich schönes Brutnest. Und nein, die sind nicht mit dem Zusatzmittel gefüttert worden. Ja. Oh. Ich glaube, ich habe letztes Mal was übersehen. Hier. Hier haben wir eine Schwarmzelle. Ja. Da haben wir definitiv eine Schwarmzelle. Die ist noch gar nicht so alt, die ist wahrscheinlich erst kurz vor dem Verdecken gewesen. Also die wurde wahrscheinlich erst heute oder gestern verdeckelt. Also haben wir nichts übersehen, das ist okay so. Aber schaut euch mal das an, also das ist wirklich komplett bestiftet. Also verdeckelt. Wisst ihr, was das heißt, wenn das am Brut schlüpft? Lecker um ihr wieder, da steppt der Bär. Ja, aber wir haben eine Schwarmzelle gehabt, ergo, das heißt, die Königin bleibt gekäfigt, ja? Die darf noch nicht raus, dann darf die erst nächste Woche raus, ja? Dann haben wir die im Prinzip 14 Tage gekäfigt, komm, geh raus, 14 Tage, ist auch okay, muss ich sagen, ist okay, bringt das Volk auf jeden Fall, dem Volk macht es gar nichts. Von der Bienenmasse definitiv nicht, weil da schlüpft jetzt dann so viel. Ja. So, hier haben wir nur ein bisschen Nektar. Nektar. Also hier ist die Brut im Prinzip schon durch. Da wird jetzt Pollen und ein bisschen Nektar eingelagert. Lasse ich aber auch im Brutnest. Das lasse ich drin. Ja. Kommt nicht raus. Ist das ein Erwin? Ja, das ist. Und hier haben wir letzte Wabe. Die muss übrigens raus, weil das gehört zum Sebastian sein System. Ja. Und Zylo Sebastian. Die habe ich eigentlich nur rein, um hier ein bisschen zu puffern. Die können wir jetzt eigentlich gleich rausnehmen, hätte ich gesagt. Da ist jetzt schön Nektar eingelagert und so. Bisschen Pollen. Das nehmen wir her für das andere Volk. Gott, der Wind. Wenn es jetzt klopft, die habe ich bestimmt alle jetzt an der Hose und in den Füßen und überall. Oder? Mach mal. Immer von innen. Immer innen drin. So. Gott, fühlst du da. So, passt. Hier haben wir eine Nachschaffungszelle. Aber gut, da ist nichts drin. Machen wir trotzdem kaputt. So. Fertig. Also wie gesagt, die Chefin bleibt weiterhin gekäfigt. Ja. Der Schied rutscht mir jetzt rüber. Ich weiß jetzt auch, warum, wo das dritte Schied ist. Das habe ich rausgenommen zum Nachschneiden. So, aber jetzt so in dem Fall, so braucht man es eh nicht. Passt. Und ich bin sehr, sehr zufrieden, wie das jetzt hier aussieht. Ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden. Also, wir haben den Schwarm verhindert. Es ist kein Schwarm abgegangen. Die Bienen haben weiter gesammelt. Ja, Nektar gesammelt. Die Königin ist im Käfig und der geht's gut. Ja, die ist weder, also die wird versorgt, die ist nicht gestorben. Ja. Da kommt fast nichts mehr. Naja, ist ja wurscht. So, dann heißt Absperrgitter wieder drauf.
nimmst deine kleinen handlichen Halbzagen wieder. Ja. Ja, aber da ist auch, also man muss dazu sagen, du musst ein Stück zurück, weil sonst kann ich nichts nehmen. Man muss dazu sagen, das sind Halbzagen, ja. Aber das sind ja 12 US-Tadant. Ich muss ehrlich sagen, also ich glaube, wenn das eine volle Zage wäre, 12 US-Tadant, voll mit Honig. Dann brauchst du zwei Mann. Dann brauchst du einen Lift, dann brauchst du einen Kran. Ja. Also ich weiß nicht, wie schwer das die sind, aber ich trau mir. Ich nehme nächstes Mal ein Ding mit auf. Ich nehme nächstes Wochenende nehme ich mein Wanderkarre. Meine Wanderkarre mit drauf, da habe ich eine Waage eingebaut und dann wiegen wir mal sowas. Ja. Kurz vor dem Abschleudern wiegen wir mal das. Also da ist, also ich trau mir wetten, also, das ist wie eine Zanderzage. Mein Gott, nein! Drehen braucht man da nichts mehr. Du kannst mal von oben drüber filmen. Man sieht, also es sind alle Waben komplett proppevoll. Proppevoll. Also das ist wirklich. Da geht nicht mehr viel mehr. Ja. Dann. Da schaut es ja genauso aus. Aber da geht es noch ein bisschen. Da. Die ist ein bisschen leichter noch wie die untere. Ja, und jetzt kommt der Honigrahm drauf. Der Notfallpuffer. Mir wäre es lieber, wenn ich untergesetzt hätte. Ja, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die da jetzt, wenn da oben schon so verdeckelt ist, dass die da durchgehen und dann oben drüber. Ja, weil die mögen das Verdeckelte eigentlich gar nicht so gerne. Ja. Ist die Kamera gerade? Machen wir so. Was? Machen wir so? Mit der. Nee. Egal. Ja, wie gesagt, kann man nicht. Aber gut, man lernt nie aus. Wenn sie es nicht annehmen, ist es auch keine Dramatik. Ist auch nicht schlimm. So, dann ist das Volk hier fertig. Dann schalten wir das wieder scharf. Und dann machen wir. Aber da ist für euch jetzt Feierabend. Das Jubi-System. Mit Zander, 10er Zander, Jubi und einmal hier. Da habe ich schon die erste Behandlung, hat dieses Volk, habe ich schon einmal laufen lassen und ich muss gestehen, ich habe da was verbockt. Ich habe da wirklich was verbockt. Und nicht, dass ich zu wenig behandelt habe, sondern ich habe eine Zeitschaltuhr, ich habe alles programmiert, also nicht die Zeitschaltuhr, ich hätte alles hier, ich habe eine smarte Steckdose. Ja, du hast verstellt. Dreh mal. Fühl mal da, dass ich daher sehe. Du bist auf FPV. So. Ich muss mich wieder sammeln. Solange Smart Stecker. Genau, ich habe den Smart Stecker. Da könnt ihr Zeitschaltuhr alles machen und das werde ich auch machen. Ja. Weil ich will ja selber nicht eingreifen. Und 3 Stunden sollte Behandlungszeit sein. Und was hat der Herr Juppinger gemacht? Zu meiner Schande, 3 Stunden ist viel Zeit. Ich habe mir gedacht, passt, schaltest du ein, 8 Uhr, also 20 Uhr, schaltest das Ganze wieder aus übers Handy. Ja, ich brauche ja nicht mal hier hochgehen und ich habe es vergessen. Am nächsten Morgen schaue ich auf die Waage, auf die Wolfwaage, schaue mir das Diagramm und alles an, wie ich es jeden Tag mache in der Früh und denke mir, warum ist da noch so warm? Mein Brutnest, Fühler. Also 35,9 Grad oder so. Denke mir, hä? Ja, ich habe es vergessen auszuschalten, habe es natürlich gleich ausgeschalten und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann würde ich sagen, haut auf den Abo-Button, einen Daumen nach oben dürft ihr auch da lassen und ich schaue mir das jetzt an und ich schaue an, was jetzt passiert ist, ich schaue die Windel an, ob Maden ausgeräumt worden sind oder sonstiges, was gestorben worden ist und gestorben ist oder so, wenn was ist, ja, geht dann auf meine Kappe, aber das habe ich noch nicht geschaut und das werden wir jetzt machen. Aber jetzt sage ich tschüss.